Wollen wir? Ich hab mich so super. Junge hat mein Schild. Aber schon hast du es so. Ah. Schild geklaut. Perfekt. Gut, dann würde ich nochmal eine Runde machen und dann würde ich nochmal durchwechseln. Okay. Ist fair? Okay. Ja? Ja? Gut? Alle, die das sind, finden das natürlich toll. Also offensichtlich. Let's go. Aber jetzt lass ich mal wieder mal was anderes in uns. Der ist wahrscheinlich von Josh. Great. Ah, nee, Quark. Weiß ich nicht. Vielleicht schon. Wäre bei mir auch im Stream. Der ist hier vor 10 Minuten gefallen. Schön. Ja. Ingenieur, was auch immer der kann. Der kann wahrscheinlich reparieren. Was mein Ingenieur kann. Medic kann Leute mit übernehmen, aber Ingenieur. Was ist meine Funktion? Was mache ich als Ingenieur? Okay. Ich bin verwirrt. Ich muss mir mal die Rolle angucken, was die so kann. Würz durch den Gegenlauf. Da unten habe ich eine Task. Nicht getötet werden, das ist jetzt gut, aber ja. Wenn ich Zeit, mir die Rolle anzugucken, mache ich bei der nächsten Besprechung. Nicht töten, bitte. Open the door. Hey, open the door. Hey. Karte. Sehr schön. Was macht ein Engineer? Ich habe da irgendwie so ein Wix-Tool. Okay. Ja, moin. Mhm. Ja, ich habe jetzt Sehne und Kekse liegen direkt übereinander unter der Node for Electric. Also, ich weiß nur, okay, dass Keksi von irgendwann mal rumgelaufen ist, weil ich an den Camps war. Das ist keine gute Info. Aber es ist eine Info. Die Sache ist, die liegen direkt aufeinander. Wie kann sowas passieren, wenn ein Officer ein Crewmate killt oder ein Sheriff ein Crewmate schießen will, dann sterben beide, oder? Nee, dann stirbt nur der Sheriff. Ja, stirbt nur der Sheriff, ja. Also entweder, stirbt nur der Sheriff, dann war es ein Double entweder, Kill. Ja, oder die Lover lagen, oder sind halt miteinander rumgelaufen oder so. Die Lover? Das heißt, aber du killst ja trotzdem nicht nur einen Lover. Ja, aber wenn die zwei Leichen aufeinander liegen. Also entweder war es halt ein Double Kill, oder jemand hat halt die Lover auf einem Fleck erwischt. Ja, aber wie willst du die Lover auf einem Fleck? Du killst ja nicht zwischen zwei anderen. Hä? Hey. Wenn du zu dritt bist, killst du ja nicht einen von den dreien. Ah, ja, okay. Ja. Weil der andere dann nicht reportet. Vergiss meine Theorie, Liz, vergiss. Ja. Ja, also außer wenn alle grau sind, dann könnte ich mir vorstellen, okay, ja, dann machst du ein bisschen Kill. Ja, das kann halt auch sein. Und dann fallen plötzlich zwei und denkst du, Roffel, so, lol. Ja. Aber, okay. Wo seid ihr denn alle? Also beziehungsweise ich habe ja schon eh revealed, wo das Ding ist, aber das seht ihr euch, seid ihr irgendwie. Ich könnte mir denken, wo noch eine dritte Leiche ist. Weil ich gerade relativ lange. Also bitte. Weil Red ist ja auch noch fehlend, gell? Ja. Oder wer auch immer der Letzte ist. Also ich weiß, ein Kill wird wahrscheinlich in Dropship leben, weil da ist schon echt 5 Sekunden oder so ein Punkt auf Admin. Okay. 20 Sekunden. Alex, okay, bist du? Ja, gut. Das liegt ja fast in Upload, du hast mich gerade gesehen. Okay, Kuchen? Ich wollte gerade oben nach Spessim reingehen. Okay, wir müssen irgendjemanden voten. Self-Report, lol. Wer ist es? Ja. Keine Ahnung. Okay. Alter, Was? What the fuck? WTF. Okay, also dass ich gewotet werde, fand ich jetzt sehr spannend. Okay, also ich hab's kapiert, ich hab's mir gerade durchgelesen. Ich kann Vents benutzen, deshalb sind die auch rot aufleuchtend. Und ich kann einmal in der Runde, was ich schon verbraucht habe, eine Sabotage aufheben. Warum ich das aufgehoben habe und was ich da aufgehoben habe, keine Ahnung. Also wenn ich das nicht schon ausgegeben hätte, die Sabotage aufheben aus der Ferne.
Als Engineer. Perfekte Kabel. Interessant. Ich kann so sagen, Kuchen war ein sehr böser Junge. Okay, sehr gut. Ja, weil ich als Sheriff habe gerade geschossen. Okay, ja, das finde ich toll. Nein. Kuchen wird schon wieder so salty sein. Ne? Ja. Ist auch ein Salzkuchen. Ich rieche es. Oh, das finde ich fantastisch. Das ist auch so ein random Shoot. Oh Mann. War mal guter. Ja, mein Junge. Ja, war wichtig. Muss es sein. Okay. Aus Server Chester. Tja, wer ist denn jetzt der Imposter? Ja, aber dafür hat er sich zu wenig angestellt. Um der ist Among Us unter Imposter, was? Genau, das heißt, wir haben eigentlich nur noch Alex, also keine Ahnung, Josh versucht ein bisschen das Crime zu lösen, Lennart hat gerade jemanden geshootet, ich bin's nicht, das heißt, aus meiner Perspektive bleiben noch Alex und Zwergi übrig. Ja, die erste Runde kann ich auch nicht gewesen sein. Ich habe Ewigkeiten im Specimen verbracht einfach. Ja. Warum? Weil wir das Crime nicht lösen wollen, oder was? Nee, aber Josh hat so ein bisschen wieder seinen Detektiv-Josh-Vibe drauf, sein Officer-Josh-Vibe, deswegen. Also ich habe das Gefühl, hat er gar nicht. Er redet, redet wenig. Was du die ganze Zeit von dir sagst. Er stellt keine aktiven Fragen, sondern antwortet nur auf das, was man ihn fragt. Was soll ich denn fragen? Also Alex, Detektiv oder Officer-Josh labert die ganze Zeit und alle möglichen Fragen. Ja, der ist ja eine schöne Theorie, aber was soll ich machen, wenn ich erst die Borat-Task mache und dann alle vier Aufgaben in Specimen habe und niemanden gesehen habe, außer, ich glaube, Zwergi oben bei Lab. Das war der einzige, den ich gesehen habe. Da brauche ich nichts fragen. Ich bin an Admin gekommen, habe gesehen, dass in Dropship ein Punkt ist. Jetzt hätte ich beschuldigt. Alles fein, ich hätte eigentlich gerne die Zeit dafür gebracht, um was vom Alex oder Zwerge zu hören, was die gemacht haben. Aber da haben wir jetzt 40 Sekunden rausgekommen. Ich bin Ingenieur. Da ist nicht viel passiert. Ich bin hochgelaufen zur rechten Node. Das ist alles, was ich gemacht habe. Ich glaube, das kann man sogar verraten, diese Rolle. Ich habe mich an der linken Wand von Comms versteckt, um quasi nah genug am Button zu sein und als der Alarm hochgeht. Bitte jetzt nicht mich voten, bitte jetzt nicht mich voten. Ich bin nicht Imposter. Das ist Blödsinn. Okay, Zwerge gesagt, er ist nicht Imposter, das ist Blödsinn, ist auch eine gute Verteidigung. Ja, ich bin's nicht. Josh offensichtlich. Jetzt einmal vor allen Wänden. Aber nicht mitgerichtet, dass ich das Dingens bin. Hab ich ja laut genug gesagt. Ich würde es mal ausprobieren. Hui! Hallöchen. Das hier ist eine Task, aber was soll es? Ich wende jetzt hier ein bisschen. Eine lisshafte Leiche oben im wo ist das? Bei den Kameras und Cams. Bei Elektrike. Zwischen Elektrike und Cams. Tja, okay, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Josh? Was? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Josh? Hä? Warum ich? Weil du schon in der Vorrunde verdächtig warst. Lol. Okay, erstens war ich nicht verdächtig. Und zweitens habe ich, was soll ich mich verteidigen? Also ich war, linker Reaktor habe ich gefixt. Ich weiß nicht, wer rechts gefixt hat. Mir sind zwei Leute entgegengekommen. Rechts hat Liz gefixt und Lön und ich sind dir entgegengekommen. Okay, ja, und dann bin ich runtergelaufen. Okay. That's it. Ja, nicht. Aber, ich bin gerade, ich bin Dingens hier, der Reparator. Wer ist der Ingenieur? Bin gerade einfach mal wild durch die Map gewendet, hab dann gerade den Nis entdeckt. Nachdem wir zum linken Reaktor gelaufen sind, bin ich rechts nach Lab gelaufen. Stehe ich nach wie vor. Okay, dann habe ich eine Theorie, ne? Ich habe Josh bei den Camps gesehen und dachte mir so, okay, der Liz ist auch da. Versteckst dich mal da so
halt in, habe ich bei Leister so ein bisschen versteckt. Hab den Liss so ein bisschen geködert. Und dann, ja. Aber du hast mich gesehen, wie ich nach rechts gelaufen bin, oder? Gesehen, ja. Genau, und Josh war definitiv noch in der Nähe dort, als wir nach dem Reaktor weggelaufen sind. Ich bin nach dem linken Reaktor, nach links an die Camps kurz. Da habe ich nämlich auch gesehen, dass Alex rechts rein ist und dann bin ich runtergelaufen. Dann bin ich direkt hinterher, aber dann wurde schon reported und Swaggy's Health Report weiß ich nicht. Ich war nicht links, ich bin runtergelaufen an O2 vorbei, unten raus. Du warst in Camps. Ja, genau, und danach bin ich runtergelaufen. Ich fahre auf dem Josh-Zug. Ja, der Josh-Zug ist abgefahren. Ja. Es war richtig geil, dass der Sheriff wieder neben mir ein fucking Schild hat. War's Josh? Ja, es war Josh. Es ist richtig schön, dass der Sheriff wieder ein fucking Schild bekommt. Ach so, oh, hat er ein Schild bekommen? Ja, vielleicht vom Medic? Vielleicht vom Medic? Das war nicht schlecht. Ist dem Medic denn das passiert, dass der Sheriff ein Schild bekommt? Das ist richtig, aber auch. Und der Sheriff hat überhaupt 5 Sekunden weniger Cooldown aus dem Poster. Nein! Vor allem das Beste, ich sehe nur, es ist eine, wir sind zu 6, ja. Lönne ist der, der dann an dem Button stehen bleibt, da habe ich gedacht, na, Lönne. Lennis scheint vertrauenswürdig zu sein, habe ihm ein Schild gegeben. Als Engineer habe ich in der ersten Runde aus Versehen mein Dings vergeudet hier. Ich habe doch diese Reparaturding, das kannst du ja immer eine Runde machen. Ich weiß nicht, was ich da repariert habe, aber okay. Habt ihr gesagt, Liz, das war zu wenig, Officer Josh? Das war zu viel Papagei. Dann bin ich einfach just for fun durch die Map gewendet. Also, mit diesen Leichen war total gut.